man macht es nicht für sich selbst, man macht es natürlich für die Leute dort vor Ort. Und ich glaube, man kann mit sehr, sehr wenigen Dingen auch sehr, sehr viel bewegen. Es war am Anfang eine Idee. Dann irgendwann waren die ersten Gespräche und dann hat man gemerkt, was eigentlich die größte Problematik ist, nämlich die Logistik. Man hat auch gemerkt, dass es gibt Hilfsgüter hier, es gibt hier Unternehmen, die würden gerne spenden, ja, die haben kein Problem, dass sie sagen, wir haben 20 Tonnen Babynahrung von einem Unternehmen bekommen, von einem sehr bekannten Unternehmen bekommen, ja. Wir haben Zelte für 3500 Menschen bekommen von einem einzigen Unternehmen, Isomatten vom Schweizer her, solche Dinge, die ein Aufruf da war, aber es war die Notwendigkeit, der bringt das Ganze rüber. Die Infrastruktur vor Ort war zerstört und wir haben gesagt, von der Logistik her, wir haben hier Hilfsgüter von mehreren Containern und es geht nur darum, diese rüberzubringen. Und dann ist natürlich ein sehr, sehr komplexer, es war die komplexe Situation, die Logistik selber so abzuhandeln, da haben wir unsere ganze Expertise verwenden müssen, das ist ganz klar. In ein Katastrophengebiet so etwas rüberzubringen, ist sehr, sehr schwierig, ist ein sehr, sehr schwieriges Unterfangen und das hat auch unser ganzes Know-how eigentlich abgerufen. Die ersten Hilfsgüter haben wir verteilt, das war im April. Und jetzt im Dezember, das war auf der einen Seite, haben wir das direkt hingebracht in die Zeltstädte. Teilweise haben wir das einmal in entlegene Gebiete, sind wir einmal mit der Jeeps hingefahren. Und dann auf der anderen Seite haben wir auch teilweise mit Hubschraubern zuliefern müssen. Ich kann schwer wahrscheinlich das beschreiben, die paar Videos, die wir dort gemacht haben, in den Zeltstädten selber drinnen. Es ist ein sehr, sehr dynamisches Zusammenleben. Es ist Hütte an Hütte, wenn es überhaupt noch Hütten gibt. Ja. Es ist Zelt an Zelt. Es leben bis zu... Es leben in einer Größe von, ich sage mal, 2x4 Meter, leben 4 Personen und zwar leben. Das heißt, alles, was die zum Leben haben, ist in diesem Zelt drin. Es gibt keine Sicherheit, es gibt auch keine emotionale Sicherheit. Es gibt auch nicht die Sicherheit, dass man sagt, wie wird sich die Situation ändern. Aber trotz dessen, wenn man durchgeht, sieht man spielende Kinder und lachende Kinder. Und ich muss sagen, ich habe dort Kinder und Jugendliche lachen gesehen, das habe ich bei uns nicht gesehen. Und das ist vielleicht das Herzerwärmende eigentlich dabei und das Schöne dabei. Und das ist auch immer eine Bestätigung, so etwas zu tun. Wenn jemand etwas machen möchte, das nur ein Zehntel oder ein Hundertstel davon ist, dann sollte er es tun.